So, willkommen zurück bei Harvis Neue Augen. Und wir sind immer noch hier am Rätseln, wie wir ja herleiten sollen, dass Lügen gar nicht mal so schlecht ist. Nun probieren wir wirklich hier nochmal mit Gut ist Wahrheit. Wahrheit ist Weisheit. Ja, das ist logisch. Wir können auch hier diese Ergebnisse holen. Okay. So, das heißt, ja, der Teufel lügt und ist boshaft und im Bösen ist Weisheit. Ja, das ist logisch. So, daraus könnte man folgern, dass halt hier wer lügt, also Lüge ist Weisheit und Weisheit ist Na gut. also, Lügen sind was? Lügen sind gut? Aber das kann doch nicht sein. Es scheint alles zu stimmen. Das ist doch. Offenbar hatte sich Justitia geirrt. Wie es aussah, waren Lügen gar nicht so übel. Lilly hatte eine weitere Blockade gelöst. Yay. So, das heißt, ich kann jetzt lügen. Lügen einschalten, bitte. Stumpf. Und nochmal mit dem Ach, Herrje, Polizisten quatschen. jetzt mach mal nicht so traurige Geräusche. Ich lasse dich laufen, aber du musst mir versprechen, nie wieder Unsinn anzustellen. Kannst du das? Ja. Aha. Du versprichst es also? Nie wieder Unsinn, ja? Aha. Und du flunkerst auch nicht? Na gut, dann werde ich dir wohl mal glauben müssen. Willkommen in der Freiheit! Ich hoffe, das ist dir eine Lehre. Aha. Solange es noch dunkel ist, solltest du lieber drinnen bleiben. Bei Nacht ist es da draußen viel zu gefährlich. Am besten, man bleibt zu Hause. Ja, okay. Kannst mich aber gerade mal. Aber Lilly, wo willst du denn hin? Du hast doch gehört, dass es draußen gefährlich ist. Du sollst dich nicht an gefährlichen Orten herumtreiben. Es gibt so viele andere schöne Orte, an denen Kinder sich aufhalten können. Bei einem Buchstabierwettbewerb zum Beispiel. Oder einem Rolf-Zuckowski-Konzert. Ja. Nicht toll. Aber ich war doch die ganze Zeit schon draußen. So gefährlich war es da nicht. Und nur weil er gesagt hat, dass es jetzt gefährlich ist, soll es plötzlich auch gefährlich sein. Na toll. Dann halt hier ab in unsere Westernstadt. Boogie. So, was können wir denn hier? Hier mal wieder Kaffee und ja, Schultafel ist nichts mehr da. Dann ab ins Westerndorf. So, haben wir? Nee, haben wir nicht. Verdammt. Ach, wir können doch jetzt eigentlich mit unserer
ja mit unserem Medium reden, oder? Wir haben jetzt auch Lügen aktiv, glaube ich, insofern. Huch! Bist du das, Kleine? Sag mal, was hast du denn im Limbus verloren? Du bist doch nicht etwa... Hey! Aha. Oh je. Du Arme. Ich hoffe, du hast daran gedacht, dir Münzen für den Fährmann auf die Augen legen zu lassen. Das ist ja furchtbar. Ohne Kleingeld ist man in der Zwischenwelt nämlich ganz schön aufgeschmissen. Und leider gibt es nur die eine Möglichkeit, weltliche Güter in die Welt der Trance und der Geister mitzunehmen. Man legt sie auf die Augen. Na toll. Wie lege ich mir Sachen auf die Augen? Weniger hilfreich. Ja. Keine Ahnung, wie kriegen wir denn dann da was auf die Augen? Ja, die wollen ja immer noch hier Geld haben. Ich hab zwar Geld, aber nur in der realen Welt. Du kannst nicht mitspielen, hässliches Mädchen. Es sei denn, du hast dein... Ja, ja. Schon klar. Dann, das bringt uns dann nicht weiter. Denn wir haben jetzt gar nichts mehr im Inventar. Wir haben noch nicht mal irgendwas, um da was in die Satteltaschen zu packen. Ja, dann bleibt uns eigentlich fast nichts anderes übrig, als hier Kaffee zu trinken. Und wieder aufzuwachen. Vielleicht kommen wir von hier aus raus? Ich denke aber fast nicht, na... Wo willst du denn hin? Du hast doch gehört, dass es draußen gefährlich ist. Du sollst dich nicht an gefährlichen Orten herumtreiben. Es gibt so viele andere schöne Orte, an denen Kinder sich aufhalten können. Bei einem Buchstabierwettbewerb zum Beispiel. Oder einem Rolf-Zukowski-Konzert. Können wir hier mit dem Barmann noch quatschen? Wagga, wagga, wagga! Anscheinend nicht. Können wir den Flunderautomaten, da können wir doch jetzt bestimmt... Um den Automaten zu benutzen, brauchte man Kleingeld. Und eine niedrige Hemmschwelle im Umgang mit Salmonellen. Ja, ja. Dann hier. Klack. Haben wir noch Kleingeld? Ja, haben wir noch. Dann hier Betäubungsgift. Wagga! Wagga! Ja? Nein? Es geht? Es sah nicht so aus, als würde sich der Barmann von alleine beruhigen. Lilly musste wohl etwas nachhelfen. Ja, ja, hier. Ach, Kugelfisch. Ah, okay. Ja, ja. Können wir die Flunder aufpumpen? Na, hier. Am dritten Tag erschuf Gott den Kugelfisch. Und niemand war da, um ihn zu loben. Es sah nicht so aus, als würde... Ja, ja. Ja, Kugelfisch haben wir, Valium haben wir. Wagga! Wagga, wagga, wagga! So, und den können wir ihm hier... Wagga! Andrehen. So. Whoops. Und wo sind meine Zensurgnome, wenn man sie mal braucht? Oh, aber jetzt kann man hier... Lilly platzierte das Geld auf den Augen des Barmanns. Da er schlief, gab sie ihm nur ganz wenig Trinkgeld. Ja. So, und jetzt wieder zurück. Boogie.
So, ja, da ist unser Barmann. Na, wenn das mal nicht das kleine Mädchen aus der Bar ist. Schau mal, was ich hier habe. Irgendjemand hat meinen sterblichen Überresten Geld auf die Augen gelegt. Das ist mehr als genug, um den Fährmann zu bezahlen. Nimm du ruhig den Rest. Ich werde hier nicht mehr alt. Vielleicht noch aus ein, zwei Fernsehbildschirmen krabbeln, aber dann ab ins Jenseits. Hauptsache, er hat jetzt ein Hobby. Das ist mehr als genug, um den Fährmann zu bezahlen. Nimm du ruhig den Rest. Ja, schon klar. So. Du kannst nicht mitspielen. Es sei denn... Ja, ich hab hier... Da. Ah, Madame macht ihren Einsatz. Das heißt wohl, sie will mitspielen. Wedel, wedel. Worauf wartest du noch? Ich wedle mit dem Schwanz, wenn ich mich freue. Jetzt komm schon. Weil ich ein Hund bin. Setz dich dazu. 5 Sekunden später. Weil ich ein Hund bin. Au, Backe. Du bist die mit Abstand miserabelste Pokerspielerin, die ich jemals gesehen habe. Du hast nicht einmal deine Zigarre geraucht. Vergiss nicht, sie mitzunehmen. Ich habe Flöhe. Ja, interessant. Ja. Okay. Wir haben eine Zigarre. Können wir die hier rauchen? Hier, rauch mal bitte. Was ist das? Habe ich nicht da etwa verdorbenes Fleisch? Uh-uh. Dann putz dir mal die Zähne. Be right back, okay. Brupp. LOLOL. Ah ja, okay. Help. Lilly deutete die seltsamen Rauchzeichen so, dass der Schamane offenbar einen Marterpfahl suchte. Artig, wie sie war, entschied sie, ihm dabei zu helfen. Was ist jetzt hier gebacken? Da kommen wir da wieder raus. Mal scheuchen wir den mal ein bisschen hier. Ach, Dreck. Nein. So, das war doch schon mal fast ganz gut. Ich glaube, da waren wir auch schon mal drin. Toll. Ja, da kann sich jetzt nur noch um Stunden handeln. Bis wir hier den richtigen Zugang gefunden haben.
Da waren wir auch schon mal. Nee, da waren wir noch nicht. Thanks. Der Schamane war schließlich am Marterpfahl angekommen. Lilly freute sich bereits darauf, ihm einen Besuch abzustatten. Endlich würde sie den geheimnisvollen Medizinmann kennenlernen. Oh ja, dann auf. Auf zum Medizinmann. Mom, kurz AFK. Re. Autovervollständigung. Meinten Sie Wendigo? Aha. Wait. Got it. Gott. Wikipedia-Eintrag. Wendigo. Der Wendigo. Vielfraß. Auch Wendigo. Plural. Wendigo-Wack. Dämon aus der Mythologie der Anishinaabe. Wendigo-Wack gelten als besonders stur und uneinsichtig. FYI. Sie stinken bestialisch. Lol. Ja, Waffe? Autovervollständigung. Meinten Sie Waffen gegen Wendigo-Wack? Aha. Wait, grad mal auf Tipi Bay ersteigern. Bestellbestätigung ausdrucken? Ja, nein, cancel. Aha. Print. Hier. Es gibt scheinbar nur ein einziges wirksames Mittel gegen Wendigo-Wack. Gib das Rezept dem Quacksalber. Die Bestellung müsste bei ihm angekommen sein. Ich habe mich in sein WLAN gehackt. Und wenn du schon mal da bist, ich habe mir etwas über Appalachesohn bestellt. Es, ist nicht wirklich für mich. Ich habe nur aus Versehen auf ein Pop-up-Fenster geklickt. Aber wenn du schon mal da bist, könntest du es auch gleich abholen. Thanks. Ja, ja. Aus Versehen auf ein Fenster geklickt. Autovervollständigung, meinten Sie Rauchzeichen? Aha. Roffel, das sind keine echten Rauchzeichen. Mein Roter ist in der Präriehitze nur heiß gelaufen. Jetzt willst du sicher wissen, mit was ich bei einem Server arbeite, oder? Aha. Mit einem Apache. Apache. Ja, das tut weh. Ja, aber das mit den Routern und Rauchzeichen geben kenne ich. Das macht meiner momentan halt auch. Okay, dann hier zum Hinterhof und zum Quacksalber. Hinterhof? Kommen Sie näher, kommen Sie näher. Ach, du schon wieder. Leider habe ich keine Gratisproben mehr im Angebot. Auch wenn du immer noch so aussiehst, als könntest du welche gebrauchen. Die Sachen, die ich jetzt noch habe, gibt es nur noch zu vollkommen gerechtfertigten Wucherpreisen. Oder auf Rezept. Ach so, ich habe hier das Rezept, ja. Ah. Ein Rezept. Wunderbar. Dann wollen wir doch mal sehen. Ja, die Bestellung habe ich erhalten. Hier. Und wo du gerade da bist, ich habe hier noch eine Lieferung für den Schamanen. Bring es ihm doch bitte vorbei. Ja? Jo. Da war eine Dose im Paket. Lilly war gespannt. Enthaarungscreme. Mhm. Deo und Enthaarungscreme. Ja, was ist denn jetzt was? Ozonex for Wendigo-Wack. Mit der extra Portion FCKW. Okay. Enthaarungscreme. Jo, dann frage ich mich, wozu der Schamane Enthaarungscreme braucht. So, hier, Herr Schamane, bitte Enthaarungscreme. Ich hab das nicht bestellt. Da muss ein Irrtum vorliegen. Ihr Deo? Das brauch ich nicht. Wer sich nicht bewegt,
kann auch nicht schwitzen. Ja, okay. Lilly hatte sich den Schamanen irgendwie anders vorgestellt. Kleiner. Junkfood. Es sah nach etwas Essbarem aus, aber es roch nach einem verendeten Tier. Oh, da ist was für den Geier dabei. Dann wieder zurück zum Geier. So, hier, hast du lecker fressen. Was ist das? Rieche ich da etwa verdorbenes Fleisch? Aha. Verdammt, dann hätte ich doch längst anfangen müssen zu kreisen. Da habe ich wohl meinen Einsatz verpasst. Wenn dich jemand fragt, kannst du bitte einfach erzählen, dass ich gekreist habe? Ja, übertreib auch gerne ein bisschen. Bau einen Looping ein, du weißt schon. Und das nächste Mal kreise ich auch wieder. Ehrenwort. So, und nun? Ja? Dann kreise auch. Muss hier auf die Sonnenuhr das packen? Essen hatte schon lange genug. Dann halt nicht. Können wir das eventuell hier... wir können das sehr wahrscheinlich hier in die Satteltasche packen. Lilly steckte das Junkfood heimlich in die Satteltasche. Es sollte eine Überraschung werden. Ja, genau. Und dann, können wir ihn hier schicken? Howdy nochmal. Willst du mich wieder wegen meiner Miene löchern? Dann vergiss es. Ich verrate dir den Weg nicht. Wenn du den Schamanen suchst, halte nach Rauchzeichen Ausschau. Er kommuniziert irgendwie über diese Dinger. Ja, ich weiß ja Bescheid. So, ist jetzt unser Geier noch da oder kreist er eventuell jetzt hier überm Dorf? Nein, nicht du hier, Pri. Oh, meine Mine ist gut versteckt. Eigentlich sollte ich mal wieder hinreiten. Dann reit mal. Ja. Die Geier kreisten über einen bestimmten Punkt am Horizont. Dort musste sich die Mine des Goldgräbers befinden. Okay. Aha. Das ist die Mine des Goldgräbers mit dem Wendigo und ja, wir legen uns mit ihm hier dann erst in der nächsten Folge an. Bis dann!